Wir begrüßen hier zum Parteientalk drei Vertreter. Als erstes Matthias Mirsch, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion. Als zweites Annalena Baerbock, die Parteivorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Und als drittes Lorenz Köster-Beutin, energiepolitischer Sprecher der linken Bundestagsfraktion. Willkommen! Und wir hatten natürlich auch noch andere Vertreter anderer Parteien eingeladen, die aber nicht gekommen sind. Und deshalb finde ich es erstmal super, dass diese drei gekommen sind und bitte um einen Begrüßungsapplaus. Aber trotz des warmen Applaus, Matthias Mirsch, kann ich natürlich die Frage nicht zurückhalten. Muss es jetzt wieder eine Kommission richten? Warum konnte sich die Große Koalition nicht auf einen vernünftigen Beschluss im Koalitionsvertrag zum Kohleausstieg verständigen? Warum gibt die Politik das jetzt wieder an so ein gesellschaftliches Gremium ab, Ausgang offen? Naja, also erstmal muss man sagen, ich hätte lieber mit Annalena und anderen koaliert. Da wären diese Themen sicherlich leichter zu bewältigen gewesen. Aber leider sind die gesellschaftspolitischen Mehrheiten nicht so, wie ich sie mir wünsche. Und deswegen ist die Frage, wie kommen wir dahin? Und es geht um eine gesellschaftspolitische Grundsatzfrage. Als wir die Koalitionsverhandlungen hatten, standen auf der rechten Seite des Willy-Brandt-Hauses Greenpeace und auf der linken Seite die IGBCE. Und ich glaube, dass wenn wir einen Beschluss wirklich treffen wollen und können, der über Jahrzehnte hält, dann ist der Diskurs dieser gesellschaftspolitischen Gruppen notwendig. Deswegen die Kommission, aber nicht als Laberbude, sondern mit dem klaren Auftrag, ein Datum des Kohleausstiegs festzusetzen. Und deswegen bin ich sicher, dass BUND, Greenpeace und andere darauf drängen werden, und ich werde sie dabei unterstützen, dass es tatsächlich einen verlässlichen Kohleausstiegspfad gibt und am Ende 2019, mit dem Deutschen Bundestag dann tatsächlich ein Klimaschutzgesetz stattfindet. Denn eins ist wichtig, es geht nicht nur um Energiepolitik, sondern es geht eben auch um Verkehrswende, um die Frage, wie bauen wir zukünftig, und leider sind die Minister dort in dem Bereich alles andere als tätig. Herr Mirsch, vielen Dank. Das würde ich jetzt auch erstmal sagen, reden ist immer gut. Lass ihn trotzdem mal reden. Mal ganz kurz eine Bitte. Ich weiß, ich stimme auch nicht mit allem überein, aber bitte lasst uns mal ausreden. Lasst uns ausreden, aber lasst auch die Politikerinnen und Politiker ausreden. Danke. So, grundsätzlich würde ich sagen, reden ist immer gut, das würde ich unterschreiben. Was uns aber natürlich gefehlt hat, und das war, glaube ich, auch das, wo wir alle fassungslos davor standen, bei dem Koalitionsvertrag, wo im Prinzip drinsteht, das Klimaziel, naja, das können wir eh nicht mehr erreichen, dann geben wir es eben auf. Was uns gefehlt hat für diese Kommission, glaube ich, und das würde es mit Sicherheit auch den Kolleginnen und Kollegen vom BND und von Greenpeace leichter machen, darin mitzuarbeiten, ist das klare Bekenntnis, dass wir eben die Grenzen der Physik nicht einfach außer Kraft setzen können. Also dass die Pariser Klimaziele die Richtschnur sein müssen für diese Kommission. Und dieses Bekenntnis fehlt. Das haben wir, glaube ich, alle nicht verstanden hier. Naja, dass das Klimaabkommen nicht in Frage gestellt wird, steht in dem Koalitionsvertrag. Nur damit kann ich mir noch nichts kaufen. Das Entscheidende ist das Bekenntnis, dass wir 2020 eigentlich erreichen wollen, aber dass wir augenblicklich nur Hochglanzbroschüren haben und es nicht erreichen. Und ich sage ganz offen, ich war froh, dass wir zum Beispiel zwei Sonderausschreibungen für Photovoltaik und Onshore-Windenergie mit 4 Gigawatt jeweils in dem Koalitionsvertrag vereinbart haben. Aber ich muss zur Kenntnis nehmen augenblicklich, dass Peter Altmaier als Wirtschaftsminister das schlichtweg blockiert, mit der Folge, dass ich auch gesagt habe, dann kriegt er kein anderes Gesetz durch. Ich hoffe, dass da in der Zwischenzeit jetzt Bewegung reinkommt. Aber das ist der Fakt, wir sind da im Moment an völlig falschen bzw. auf unterschiedlichen Wegen unterwegs. Und deswegen kann ich nur hier appellieren, dass der Druck genauso groß wird, wie wir es hier heute spüren, damit sich auch andere bewegen. Das ist dringend notwendig. Frau Baerbock, die Grünen sind ja nicht Mitglied der Kommission oder haben keine Mitglieder oder nur indirekt. Trotzdem hat es aus den Atomkommissionen, Endlager und Atomfinanzkommissionen, gibt es eine gewisse Tradition, dass die Grünen dann am Ende das Ergebnis mittragen. Und hier ist ja auch noch unklar, wie das Ergebnis der Kommission dann in ein Gesetz überführt werden soll. Wie muss denn das Ergebnis aussehen, damit die Grünen dem am Ende zustimmen können? Ja, es muss analog zu den Klimazielen sein. Und das haben wir auch immer wieder deutlich gemacht. Und deswegen haben wir auch ganz klar gesagt, das Mandat dieser Kommission wird dem definitiv nicht gerecht. Und deswegen ist es essentiell, dass die Kommission über das Mandat hinaus wächst, weil ansonsten brechen wir damit die Klimaziele.
Und das geht gar nicht. Und ich möchte aber nochmal eins sagen, weil das höchst gefährlich ist, dass immer der Vergleich gezogen wird zu der Atomkommission. Der riesengroße Unterschied zwischen diesen beiden Kommissionen ist, dass bei der Atomkommission, so schmerzlich das war, wir haben hier ja gemeinsam auch gestritten und gerungen, aber vorher der Atomausstieg gesetzlich geklärt war, der war verankert und dann konnte man auch den Ausstieg darauf dann entsprechend regeln und das ist hier nicht der Fall. Und das ist auch meine riesengroße Kritik an der Kommission, an dem, es tut mir furchtbar leid, aber was ihr da verhandelt habt, dass vorher nicht gesetzlich der Kohleausstieg verankert ist, weil wir werden so die Klimaziele reißen und das geht gar nicht. Apropos Klimaziele reißen, Applaus muss sein. Wir wollen es natürlich gerne ein bisschen konkreter wissen. Was heißt denn das jetzt? Was muss da rauskommen, damit ihr als Grüne das mittragt? Müssen wir uns darunter denn zum Beispiel sowas vorstellen, was ihr jetzt bei den Jamaika-Verhandlungen da am Ende rauskam, also 7 Gigawatt zusätzlich abschalten? Damit wäre ja ziemlich klar gewesen, das 2020-Ziel reißen wir so und zwar ziemlich krachend. Also ist das ein Kohleausstieg, wie die Grünen sich den vorstellen oder... Nee, wenn wir allein regiert hätten, dann hätten wir deutlich mehr auch bis 2020 abgeschaltet. Das ist so in Verhandlungen, dass man verhandeln muss. Aber was wir auf keinen Fall mitmachen, und deswegen haben wir auch Jamaika klar und deutlich gesagt, wenn das nicht als Mindestes kommt, dann werden wir nicht mitregieren, ist einfach zu sagen, wir haben jetzt eine Lücke von 8% und die nehmen wir mal so hin. Weil das Essentielle ist, es kommt auf jede Tonne CO2 an. Jede Tonne sammelt sich in der Luft und jede Tonne, die wir jetzt rausnehmen, jeden Block, den wir jetzt rausnehmen, der trägt ein bisschen dazu bei, dass wir diese Krise noch irgendwie in den Griff bekommen. Und deswegen müssen vor 2020 Blöcke raus. Wir haben immer gesagt, mindestens 10 Gigawatt, 7 hatten wir verhandelt. Und das muss jetzt neben der Kommission von der Bundesregierung angegangen werden, weil es kann nicht sein, dass die Kommission und die Politik sitzt dann da und schaut zu und sagt, mit Klimaschutz haben wir gar nichts mehr zu tun. Regierungen sind gewählt, um zu handeln. Und deswegen müssen vor 2020 nach unserem Wunsch mindestens 10 Gigawatt Blöcke vom Netz. Wir wissen, um die Klimalücke zu füllen, wären es eigentlich 17, wie die Umweltverbände auch fordern. Herr Beutin. Die Linke ist ja auch nicht offiziell Mitglied dieser Kommission, aber Mitglied der Landesregierung in Brandenburg. Das macht natürlich eine sehr spezielle Situation. Wie muss denn ein Kommissionsergebnis aussehen, dem sowohl die linke Bundestagsfraktion als auch die Linken in der Brandenburger Landesregierung zustimmen können? Also erstmal muss ich sagen, das ganz Entscheidende ist, dass wir auf Bundesebene endlich den Beschluss für einen Kohleausstieg hinbekommen und dass wir gemeinsam Druck machen. Das heißt auch gemeinsam Druck machen auf die rot-rote Regierung in Brandenburg, dass wir da ganz klar sagen, der Kohleausstieg wird kommen und Leute, worüber wir verhandeln müssen, ist die soziale Abfederung dieser Region, weil wir wissen, Lausitz ist strukturschwach, das sagen wir, wir müssen da Geld reingeben für Infrastruktur, für Arbeitsplätze, aber dann müssen wir ganz klar sagen, vor 2020 müssen die dreckigsten Kohlekraftwerke vom Netz und wir brauchen den Kohleausstieg spätestens 2035. Und wenn ich Herrn Altmaier da höre, dann sagt er, er will mindestens über 2030 hinaus die Kohleverstromung noch als zentralen Grundpfeiler der Energie erhalten. Und das geht eben gar nicht. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass wir mit Herrn Altmaier da nicht übereinstimmen. Ich glaube, da können wir alle unterschreiben heute. Aber wir müssen da jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen weiter nachbohren und piesacken. Also ich erinnere mich ganz gut noch an den letzten Sommer. Da hat die rot-rote Landesregierung in Brandenburg auch mal darüber diskutiert, das Klimaziel abzusenken. Und ich weiß, wir haben da... Mit vielen, vielen Aktiven waren wir immer wieder bei Wahlkampfveranstaltungen wie bei der Tür, vor der Tür von ihrem Landesvorsitzenden in Brandenburg. Und der hat sich geweigert zu sagen, wir tun alles, dass diese Klimaziele nicht abgesenkt werden. Also im Moment oder zumindest in den letzten Monaten sah es ziemlich so aus, als wäre da Ihre Partei schon auch ein Bremsklotz. Und jetzt fragen wir uns natürlich, was tun Sie, damit das in der Kohlekommission oder überhaupt beim Thema Kohleausstieg nicht wieder passiert? Ich habe es eben schon gesagt, Druck machen, das ist das ganz Zentrale, was wir machen müssen. Die Linke in Brandenburg hat eine klare Beschlusslage für den Kohleausstieg. Wenn in der Fraktion da Stimmen dagegen sind, dann muss man die zur Ordnung rufen. Und man muss gleichzeitig eben diese soziale Abfederung finden. Und auf Bundesebene muss man ganz, ganz klare Positionen beziehen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass, wenn es um den Kohleausstieg geht, Politik nicht von Regierungen gemacht wird, sondern von Menschen gemacht werden. Und dass es darum geht, tausendfach auf die Straße zu gehen, wie heute, und Druck zu machen. Druck zu machen auf die Regierung in Brandenburg, aber auch eben auf alle anderen Landesregierungen, die da betroffen sind. Und vor allem Druck zu machen auf diese verdammte Bundesregierung, damit
damit sich da was ändert, denn der Beschluss muss auf Bundesebene erkämpft werden. Herr Miersch, im Mandat der Kommission steht ja drin, dass die Maßnahmen, die zumindest es möglich machen sollen, das Klimaschutzziel für 2020 sich dem wieder anzunähern, dass die bereits vor den Klimaverhandlungen in Polen vorliegen sollen. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat die Umweltministerin auch gesagt, sie würde am liebsten schon mit dem Enddatum für die Kohle zu diesen Klimaverhandlungen fahren. Das ist natürlich jetzt sehr ambitioniert. Glauben Sie A, dass das klappt, und welches Enddatum stellt sich die SPD vor? Also ich glaube, Punkt 1, es muss klappen, weil Deutschland augenblicklich, Petersberger Dialog hat es gezeigt, das 2020-Ziel verfehlt und damit an Glaubwürdigkeit massiv eingebüßt hat. Deswegen kann das nur wettgemacht werden, indem man sehr schnell sich an der Sache 2020 positioniert. Und ich bin nicht sicher, aber ich glaube schon, dass das, was wir augenblicklich ja an Szenarien vorliegen haben, auch dank der Jamaika-Verhandlungen, dass man vor dem Hintergrund Entschädigungen von Konzernen etc., die da eine große Rolle spielen, überlegt, wie viele Blöcke können wir tatsächlich kurzfristig vom Netz nehmen. Und das Zweite, ich glaube schon, dass die Kommission jetzt den Respekt verdient, auch von uns Abgeordneten, dass sie erstmal arbeitet. Und ich will jetzt hier nicht sagen 2035, 2040, weil genau dann wieder das entsteht, dass man sagt, es ist eigentlich nur Alibi. Ich möchte dort eine Dynamik, sodass wir weitestmöglichst und schnellstmöglich abschalten. Das ist das Ziel, und wir werden dann in der zweiten Jahreshälfte 2019 im Deutschen Bundestag zu entscheiden haben, ob das Ergebnis für uns akzeptabel ist oder nicht. Verhaltener Applaus. Ja, das bin ich leider gewohnt. Ich muss hier auch wirklich mal sagen, ich verstehe das, und das ist völlig richtig. Man muss sich für eine Sache einsetzen. Aber wenn Annalena hier in der Jamaika-Koalition gewesen wäre, hätte sie eben auch Kompromisse eingehen müssen. Und meine Bitte ist einfach, dass alle immer das Verständnis haben, dass es teilweise bei so großen Fragestellungen ganz unterschiedliche Meinungen gibt. Ich bin in der Lausitz auch ausgepfiffen worden, als ich Klimapolitik vertreten habe. Deswegen sage ich, das finde ich richtig, dass man zu 100% verlangt, aber bitte ein bisschen Verständnis auch, dass man im Moment in Koalitionen ist, wo es eben nicht ganz einfach ist. Und auf jeden Fall einen dicken Applaus. Toll, dass ihr da wart und euch auch hier stellt, der Diskussion und der Kritik, auch wenn ihr Kompromisse eingehen und eingehen müsst. Ich glaube, was ziemlich deutlich geworden ist, die Politik machen müssen wir hier auf der Straße machen, und den Druck für den Klimaschutz müssen wir hier auf der Straße machen. Deswegen lasst uns nochmal Druck machen und euch ein bisschen Druck mitgeben. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Abschalten! 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 Jetzt noch